kannst auf dem gleichen Prozentsatz oder sowas. Ist das geil, Alter. Das ist eine Überwachungszentrale, ey. Sieht's denn da drin überhaupt so aus? Schauen wir mal rein. Kicken wir mal. Aha. Alter, voll in sich selbst verliebt. Überall Schnuller. Galagugu ist voll in sich selbst verliebt. Also in der... Es gab mal, glaube ich, eine Serie oder sowas. Da war Galagugu voll der Draufgänger. Hat alles weggesmashed. Auch in der Vorschau sieht es, wie es alles wegsmashed. Na, hier voll der Schisser. Entschuldigung für das ganze Hochgeschnaufe. Obwohl, nee, nicht wirklich. Ihr seht's doch, ich krieg hier nirgendwo weiße Flutterscotch. Ich hab keinen Plan, wo oder wann und warum sie kommen. Auftauchen tun sie mit einer Gänseblümchen, bla bla bla. Reinkommen tun sie bei 2 Gänseblümchen und 4 müssen sie fressen. Das ist ein Mod-Drop. Ich hab schon zwei Mod-Drops hier drinne. Hi, Galagugu. Kein Bock mehr auf dich. Ach, warte mal, Mod Drop brauchen wir auch nicht mehr, ne? Ciao, Bella, Mod Drop. Tschüss. Dich brauchen wir auch nicht mehr. Aha! Schönes Ding. Wieder im Garten ein bisschen aufgeräumt, das ist doch super. Freue ich mich doch tierisch. Zum Ungunsten viele andere, aber zu meinem Gunsten. Es ist schon hart, wie dieses Spiel einen auf die Realität vorbereiten kann, ey. Muss deine Leute verkaufen, muss alles Unnötige verkaufen, was du nicht brauchst, sozusagen Mitarbeiter. Und. Deine Geschäftsdinge musst du verkaufen hier. Wie blöd. Oh, ist das süß. Vielleicht bin ich am überlegen, die Crawler doch weg und dann die hier vielleicht als neue Chico und Chica. So ein bisschen wechseln halt immer mal wieder, heißt. Kann das nämlich auch mal weg hier. Wie gesagt, kann man ja mal überlegen, ob man sich demnächst mal wieder alles komplett abreißt oder ob man es jetzt so lässt. Aber wie großartig will ich das denn hier verändern? Das ist so geil. Und tschüss. So. Ja, genau. So viel haben wir schon mal geklärt. Es ist gut, dass wir... Ich finde es super, dass wir über so viele Themen immer sprechen und, ja, dass wir immer mal wieder wissen, was wir sagen sollen. Dann wird es auch wenigstens nicht langweilig. Und dann vor allem, weil wir immer so viel zu tun haben und, immer was machen. Mal switchen wir hier so rüber, mal fliegen wir da hin. Ist immer woanders, wo wir hinfliegen. Okay.
Spaß an den Scherz. Tja, ich wollte eigentlich ja die ganzen Mistviecher hier endlich reinkriegen, aber bei den meisten kann ich die Aufgaben nicht erfüllen, das ist zum Heulen. Ich müsste gucken, ob man den Serpent, weißt du was? Obwohl, nee, kann ich ja gar nicht gucken. Ich habe diesen Doppel-Serpent, wie heißt der denn überhaupt? Diesen doppelköpfigen Serpent. Ja, das. Wo wollt ihr es nochmal hin? Wer war das nochmal? Ach, hier der hier. Twingersnap heißt der. Ich hätte das Gefühl, dass du mit einem normalen Serpent das machen musst. Twingersnap. Was, das schreibe ich mir mal gerade auf. Okay, aufgeschrieben. Und zweimal verschrieben dabei. Wow. Das ist voll drauf, Junge! Verrückter Mongo. Oh, mein Kater kratzt sich gerade. Jetzt muss ich auch kratzen. So. Wir konzentrieren uns eigentlich gerade auf den Adler. Auf den Adler brauchen wir das Basseng. Also konzentrieren wir uns auf das Basseng. Und das Basseng finde ich einfach nicht mehr. Kommt nicht mehr rein. Hat keine Lust mehr. Ist sesshaft geworden. Und jetzt. Juhu, ich habe ein Zuhause nach jahrelanger Suche. Ich war seit Jahrhunderten bin ich auf der Suche nach einem Zuhause. Was war? Was so? Ja! Wie auch immer! Wo kommst du denn jetzt her? Manchmal lassen sich Raudis durch Schokomünzen zum Gehen. Hat er überhaupt keine gefressen? Ja, See ist der einzigste Weg, wo du langlaufen kannst, ey. Ah, ich kann mir das Spektakel nicht ansehen. Vielleicht sollte ich echt doch mal den Tagwächter, aber... Ja, kein Plan. Moin. Ach, wo kommst du denn jetzt her? Was denn jetzt schon wieder? Bei einem Pinata. Welches Pinata? Ach so, okay. Meine Fresse, ja, hab ich jetzt ein bisschen erschrocken, ey. Hat er schon mal zwei gefressen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal einen jagen lassen. Außer er frisst gleich auch das nächste Mal mit. Nein, es sind jetzt nicht mehr fünf Stück drin. Jetzt will ich auch nicht mehr hier drin sein. Irgendwie so muss er sich das doch denken, ey. So, weiße Flutterscotch. Schönes Ding. Müssen wir ihn auch irgendwie... Also ich versuche jetzt entweder mal mit Chili oder ich muss ihn nochmal durchs Feuer jagen. Ich weiß es nicht.
Eins von beiden, damit du wahrscheinlich wieder das Rote kriegst. So wie mit dem Red Dot. Und dann, wenn ich den habe, weiße Flatterscotch, rote Flatterscotch. Vor allem gibt's in mehreren Farben, Alter. In wie vielen Farben sollst du den bitte schon verwandeln können? Vor allem kriegst du dann für jeden einzelnen Erfahrungspopel? Gute Frage. Aber immerhin! Zwei neue Pinatas, die wir noch nicht hatten hier drinne. Vor allem, wieso, ich dachte, du musst die auch fressen oder sowas. Oder war das dann fürs Techtelmechtel-mäßig? Weichsel! Jetzt gucken wir gleich mal nochmal in Ruhe nach. Erstmal wollen wir die Schäden hier beseitigen. So. Was ist denn das jetzt? Ach, was ist denn jetzt hier? Da wollte ich doch gar nicht hin. Mal gucken, ob die Tante immer noch am Jagen ist, des Schwananas. Ich habe noch keine Antwort erhalten, ne? Ja. Gut, ich will mal jetzt ausprobieren, also entweder eine rote Chili. Oder halt durch Flammen fliegen. Meine Güte, du bist aber lange auf. Aber in einem natürlich falsch. Muss man wohl viel Zeit in das. Eine Person ist erstmal hiermit. Okay, damit kann er nichts anfangen. Dann versuchen wir es nochmal mit was anderem. Mal durchfliegen lassen, durchs Feuer und dann halt nass machen. Und dann können wir eins dieser sauren endlich mal dazu holen wieder. Wir brauchen hier. Gartenfackel. Hast du können wir mal schön gestalten, mal hier hin machen. Und jetzt, Kollege, einmal bitte. Weiße Flatterscotch. Hier hinne. Ich mach das jetzt so lange mit dir, bis du mal brennst, Kollege. Kannst du selbst entscheiden. Brenn jetzt! Miserables Mistvieh-Fuck-Fotze-Dödel. So, wo bist du? Fängt kein Feuer, das Mistvieh.
Du müsstest mal brennen, Digga. Du müsstest mal brennen. Ist ja auch brutal an, ey. Habe ich es jetzt geschafft? Nee, es hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Wie kriege ich dich dazu? Wie kann ich dich denn verwandeln? Schnitzel. Ist nicht besonders hübsch, aber nützlich. Für irgendwas wird man sicher essen. Ja, hübsch, nicht besonders hübsch oder nützlich. Aber irgendwas wird ihn sicher essen wollen. Aber erst muss ich ihn verwandeln. Warte mal. Kann ich ja die ganze Blümchen auch wieder verkaufen, dann bräuchte ich jetzt auch nicht mehr. Wieder ein bisschen Geld dazu bekommen. Alter Schwede!